drüber. Ja, wir fangen an und ich gebe euch wieder einige Tipps. Hier lernt ihr jetzt heute wieder das Giant Poison Deck. Das Giant Poison Deck ohne Elixierpumpe. Was wollte ich noch sagen? Genau, bisher habe ich jetzt ja nur, sag ich mal, eine. Was machen wir mit dem? Das waren schöne Fire Spirits und jetzt achtet mal auf das Musketier. Das konnte jetzt den Ballon killen und läuft danach aber noch über die rechte Seite. Jetzt unterstützen wir den Riesen mit dem Poison Spell. Die Minions gehen down. Kobolde und Riese kombiniert am Turm. Rasiert einfach komplett. Der erste Turm fällt. Relativ sichere Angelegenheit. Und das Gute ist, wir spielen hier gegen den Durchschnittslevel 7er. Und viele von euch, ich sag mal, der Großteil von meinen Zuschauern sind auch Durchschnittslevel 7er. Vielleicht ein Tick besser. Ja, ihr habt ja meine Tipps. Aber da kann man dann auf jeden Fall was. Sich schon was abgucken. Ich versuche jetzt hier viele Tipps zu geben. Und ich sag auch, was der Gegner falsch macht oder was der Gegner richtig macht. Oder was ich falsch mache oder was der Gegner richtig macht. So könnt ihr auf jeden Fall schnell lernen. So, wir setzen jetzt. Das war ein super Fail-Musketier vom Gegner. For real. So, wir setzen jetzt hier schon die Kombination. Und die Minions vom Gegner gehen dort direkt down. Auf der linken Seite hätte ich das Musketier verteidigen können. Dafür ist der Minipacker jetzt am Turm. Das ist schon der Three-Crown-Win-Gegner. Hat da nicht so gut gespielt. Nee, war nicht so stark vom Gegner gespielt. Wir machen direkt das nächste. Direkt das nächste Game. So, jetzt starten wir. Wenn ihr mit so einer Hand startet, dann könnt ihr mit den Bogenschützen starten, mit den gesplitteten. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr nicht den Riesen oder so habt. Hier setzen wir jetzt den defensiven Riesen ein. Der kann die Walküre recht easy tanken. Die Walküre macht absolut wenig Schaden am Riesen. Ihr seht's da. Auch die Fire Spirits des Gegners waren jetzt nicht so clever. Und selbst das Musketier macht da auch nicht so viel Sinn. Ja, mein Musketier wird jetzt hier durchkommen an den Turm und dort einige Hits landen können. Das war nicht gut gespielt vom Gegner. Er hat dort all seine Truppen in den Riesen gesteckt. Wir setzen wieder den Poison Spell auf die Elixierpumpe ein, falls der Gegner denn eine Elixierpumpe hat. Nicht, weil das stark ist, sondern für die Rotation unserer Karten. So, Minipacker nach ganz hinten, damit wir die Bogenschützen ready haben. Danach setzen wir die Bogenschützen ein. Ja, der gegnerische Poison Spell war nicht gut. Der Minipacker wird das überleben. Der ist da schnell wieder raus. Gegner fällt hier eindeutig. Er wollte jetzt den Minipacker töten mit dieser Kombination. Das klappt ja mal gar nicht. Und der Gegner kommt mit dem Wizard. Und der ist down. Der ist down. Und wir haben einen Bogenschützen mit einem HP hinter dem Riesen. Das reicht, um den Turm zu holen. Wir liegen 1 zu 0 vorn. Wunderbar. Das lassen wir jetzt durchlaufen. Und es ist immer wichtig, es ist immer sehr wichtig, nicht auf das 3, auf den 3 Crown Wins zu gehen, sondern ganz sicher runter zu spielen für das 2 zu 0. Ihr wollt immer den nächsten Turm holen. So, die Walküre können wir dort durchlaufen lassen. Wir wissen, dass der Gegner keine Walküre mehr hat. Wir werden gleich im richtigen Moment, das ist jetzt, den Riesen einsetzen. Der tankt jetzt beide Türme. Meine Truppen können jetzt Schaden verursachen. Fire Spirits dazu, falls er Kobolde hat oder irgendwie sowas. Er setzt den Poison Spell, der macht dort Sinn. Er hat eben auch schon den Sepp drauf geklatscht. Dennoch fällt sein Turm. Wir liegen 2 zu 0 vorn, die Fire Spirits, das geht einfach auch nicht so stark. Der Riese lebt noch ein bisschen und jetzt hauen wir den Sepp rauf, genau wenn der Riese down geht. Ne, oder da kriegt sogar noch einen weiteren Hit raus und die Musketiere sind dort in der Lage, den Gegner zu finishen. Und wir gewinnen mit einem 3-Crown-Win gegen einen Level 8er. Ein Level über uns war. Er hatte zumindest, wir hatten glaube ich gleiches Kartenlevel, aber er hatte etwas bessere Türme. Aber das ist kein Problem, wenn die Türme ein Level höher sind. Nächstes Game. Gegner kommt direkt mit dem Riesen. Wir warten jetzt, bis der. Kann der Schweinereiter da nochmal vorbeireiten? Ja, kann er. Der setzt jetzt ganz schnell den Minipacker ein und er kann jetzt erst den Schweinereiter völlig kaputt knüppeln und danach
Den Riesen, ja, der Mini-Packer ist dort noch nicht auf dem besten Level. Es geht down. Jetzt setzen wir die Fire Spirits ein. Der Sepp ist auch bereit. Das wird gesappt. Dadurch kriegt der Mini-Packer noch einen weiter. Nein, kriegt er nicht. Kriegt er nicht. Aber das Musketier. Das Musketier dort jetzt am Start. Und das Musketier Level 6 kann dort ein bisschen Schaden am Turm Level 8 verrichten. Wir setzen den Riesen nach ganz hinten. Wenn er clever ist, setzt er jetzt einen Schweinereiter ein. Das denn? Was ist das denn? Das ist ein Giant Skeleton. Wo gibt's denn sowas heutzutage noch? Poison Spell ganz schnell drüber geklatscht und der Mini-Packer kommt durch. Der Mini-Packer kommt durch mit relativ viel Leben am Turm. Wunderbar, der Turm ist down. Wir liegen 1-0 vorn und das, obwohl der Gegner eigentlich einen sehr guten Start hingelegt hat. Jetzt erst das Musketier nach hinten ein. Jetzt benutzen wir die Fire Spirits zum Distracten. Dadurch nehmen wir seinen Charge raus und danach setzen wir die Kobolde sowohl zum Distracten für den Prinzen als auch für das Musketier. Macht in der Situation Sinn. Die Musketiere töten sich dort jetzt gegenseitig. Und wir bleiben noch. Es bleibt beim 1-0. Wir setzen die Bogenschützen hier hin, falls er mit seinem Schweinereiter kommt. Minipacker ist auch bereit. Nee, er kommt mit dem Baby Dragon. Der stellt den. Ja, sehr schön. Den kriegen wir noch eingesetzt. Ja, der Gegner wird den Turm kriegen. Der Gegner wird den Turm kriegen. Aber wir können jetzt gleich unsere Defensive in eine recht knackige Offensive umwandeln. Der Gegner kommt dort mit den Minions. Da setzen wir kein Poison Spell ein, weil wir noch die Bogenschützen bereit haben. Wir warten, bis der Riese beide Türme tankt. Das wäre jetzt der Fall. Jetzt setzen wir das Musketier ein und die Kobolde und die Fire Spirits. Wir haben es nämlich nicht auf seinen King Tower abgesehen, sondern auf seinem rechten Arena Tower und, oh, wenn wir den kriegen. Okay, wir kriegen ihn nicht, war trotzdem eine nice Verteidigung. Jetzt kommen wir wieder mit dem defensiven Riesen, der ist sowohl nice gegen den Prinzen als auch gegen den Baby Dragon. Und die Kobolde können jetzt zuerst den Schweinereiter killen und dann das Giant Skeleton, sehr stark. Und währenddessen kriegen wir auf der rechten Seite den Turm, wenn alles glatt läuft. Das Game geht noch 10 Sekunden. Und es ist ein, ja, es ist ein sehr eindeutiger Sieg, kann man nicht anders sagen. Mein rechter Turm hat noch volles Leben. Trotzdem, der Gegner hat gut gespielt und wir besiegen den nächsten Level 8er. Trophäen bekommen wir. Spiel mal ein Deck ohne Tanks, ich will sehen, wie gut du bist, bitte. Das war ja wohl das Dümmste, was ich hier jemals in dem Chat gesehen habe, oder? Wir machen erstmal weiter. So, wir splitten wieder die Bogenschützen. Es gibt hier einen Sepp, macht dort Sinn. Wir warten, bis der Baby Dragon den Turm angreift. Jetzt setzen wir die Kobolde ein und auf der rechten Seite setzen wir schnell den Riesen davor. Unterstützen das Ganze mit den Fire Spirits, falls er Minions hat oder Barbaren oder ach, was weiß ich, was die Leute so dabei haben. Ne, die Fire Spirits kommen einfach durch. Noch besser. Poison Spell eingesetzt, Bogenschütze und Riesen dealen da schön viel Schaden. Die Minions sind schon down und der rechte Turm sieht dort nicht mehr so gut aus. Ja, wir könnten jetzt einen Sepp drüber klatschen, das ist aber schlecht. Der Sepp macht insgesamt 62 Schaden, den sollten wir sicher bekommen, aber das wollen wir nicht. Guck, dafür brauchen wir jetzt viel lieber den Sepp und jetzt setzen wir die Kobolde ein zum Distracten. Gegner kommt hier absolut nicht mit seinem Prinzen durch. Ja, okay. Und die Bogenschützen machen dann einen astreinen Job. Wunderbar von den Bogenschützen. Schöne Verteidigung. Ja, da geht ja Probleme. Das Deck ist einfach in der Defensive so ein Monster. Und nicht nur das. Man kann danach noch seine Defensive wunderbar in eine Offensive umwandeln. Bogenschützen sind sowohl in der Defensive als auch in der Offensive krass. Genauso wie Musketier oder Mini-Packer. Das ist einfach das System dieses Decks. So, wir setzen unsere Mini-Packer ein für sein
Musketier und danach für seinen Barbaren. Das Ganze kann auch distracted werden. Wunderbar. Und der linke Turm hat immer noch. Der linke Turm hat immer noch 1642 HP, obwohl er dort so viele Truppen schon bereits eingesetzt hat. Wir setzen das Musketier nach ganz hinten, weil wir ja wissen, dass er einen Baby Dragon hat. Oh mein Gott, nice Sache. Da hauen wir schnell noch den Poison Spell drüber und das geht alles down. Komischer Push vom Gegner kenne ich nicht, dass man Baby Dragon einsetzt mit einer Minion Horde. Kriegt für so viel Elixier, für 9 Elixier kriegt der Gegner jetzt hier nur so wenig Schaden raus. Das lohnt sich natürlich nicht. Auch die Skeleton Army geht dort recht schnell down. Wir haben halt alles, was wir brauchen. Da sind die Barbaren, da lohnt sich jetzt der Sepp. Und die Fire Spirits sind auch noch unterwegs. Der Riese ist leider schon wieder down. Er hat so viele Karten, die uns dort einen Strich durch die Rechnung machen können. Wir kommen nicht mehr durch. Auf der linken Seite. Aber wir sind ja bereits einmal durchgekommen auf der rechten. Und mit einem Poison Spell könnten wir das jederzeit hier beenden. Jetzt fängt er hier mit Raketen an. Aber was heißt, er fängt mit Raketen an? Er hat glaube ich schon aufgegeben. Wie es aussieht. Nochmal schnell distracten. Das Ding ist schon gewonnen. Schönes Game, wir gewinnen auch dieses wieder. Falls ihr Fragen zu dem Deck habt, dann schreibt es hier einfach, ja? Oh, da war ein Ballon. Da war ein Ballon. Haben wir ihn dadurch... Ne, das wollte ich nicht drücken. Haben wir dadurch den Ballon... Ach ne, da haben wir schon genug. Wir haben schon genug Ballons. Was schreibt man hier so? Da kann man wieder eine Spende rein. Die wollen wir mal vorlesen. Darf ich dein Deck kopieren? Ja, kopiert es doch gerne. Das ist ein extrem geiles Deck. Wenn ihr die Elixierpumpe habt, dann solltet ihr die mitnehmen, ausgetauscht mit den Bogenschützen. Ja, wenn ihr die Elixierpumpe auf einem guten Level habt, dann nehmt ihr dort die Elixierpumpe mit. Und wenn ihr die Guards auf einem guten Level habt, dann nehmt ihr hier bitte die Guards mit anstatt der Kobolde. Und jetzt will ich mal die Spende vorlesen. Goklo HD spendet 1 Euro, schreibt: Jo Max, schaue gerade bei deinem Best Bro Hanky, hab etwas gespendet, wollte dann den natürlich auch, weil ihr beide ja unglaublich nett seid. PS, gutes Arena 7 Deck. Vielen Dank für die Spende. Ja, das, was ich hier gerade spiele, das ist ein starkes, vielleicht eines der besten, nee, es ist eines der besten. Es ist vielleicht das Beste, aber auf jeden Fall eines der besten Decks überhaupt in Arena, ab Arena 5, 6, 7, 8, 9. Halt die Bogenschützen ausgetauscht mit der Elixierpumpe. Die Kobolde ausgetauscht mit den Guards und vielleicht noch die Fire Spirits ausgetauscht gegen die Valkyrie oder Ice Wizard. Muss man da mal schauen. Jakob hatte nochmal 100 Bits gespendet, hatte ich ja vorhin schon vorgelesen. Sehr nice, danke dafür. Martin spendet 3 Euro, hatte ich noch gar nicht gesehen. Vor 2 Stunden. Er schreibt: Du bist echt ein korrekter Typ, mach einfach weiter so und bitte grüße Laurenz und Ben. Oh, sorry, dass ich die Spende nicht mehr vorgelesen hatte. Tut mir leid, die Spende kam trotzdem an und danke für die Spende. Ich hoffe, du bist jetzt hier noch bei den Zuschauern dabei. Ich versuche sie sonst immer schneller vorzulesen, ist jetzt schon 2 Stunden her. Und auch Chris spendet vor 2 Stunden, auch das tut mir leid, trotzdem danke für die Spende. Vor 2 Stunden spendet er 2 Euro, schreibt: Machst du bitte mal einen 24-Stunden-Stream? PS, sorry, wusste nicht, dass dir so viel Geld abgezogen wird, aber ich kann auch nicht mehr als 2 Euro spenden, weil ich dich sonst nicht so viel fragen könnte. Okay, sehr nice, danke für die Spende. So, wir machen weiter. Nächstes Game, bis jetzt läuft es ja ganz gut. Ich sehe gerade, es ist schon 11:30, das ging jetzt aber schnell. Ich habe gerade angefangen zu streamen, aber es ist 11:30. So, das ist jetzt hier eine richtig beschissene Starterhand, aber da versuchen wir mal ein bisschen risikoreichen. Mini-Packer, Fire Spirits ist immer eine nice Sache. Weil der Mini-Packer dort auch dann angeschoben wird von den Truppen. Er setzt eine Valkyrie, macht er gut. Er setzt natürlich auch noch ein Musketier. Das Musketier ist dort vielleicht nicht so geil. Oh nein, okay, wir treffen alles außer den einen Kobold, das ist okay. Hier setzen wir jetzt selber die Kobolde ein. Sind wir jetzt in einem Elixiervorsprung? Ach, ich weiß es gar nicht. Da habe ich jetzt nicht mitgezählt.
Ich hoffe, er hat keinen Freeze, sonst sind wir direkt tot. Ne. Ah, der Fireball. Der tut richtig weh. Wir predikten mal irgendwas, weil der Musketier eh schon so angefrackt ist. Setzen die Fire Spirits ein. Und wenn er jetzt irgendwas Kleines setzt, dann kann er das Musketier damit nicht töten. Ja, er setzt natürlich die Valkyrie. Clever gemacht dort vom Gegner. Sehr stark. Was kommt jetzt noch? Setzt er noch. Er setzt. Oh, die Valkyrie ist schwach. Die Valkyrie ist schwach gegen. Nein, habe ich jetzt gefälscht. Den die Minions hätten sonst überlebt. Jetzt wird's teuer. Jetzt wird's richtig teuer. Der Gegner wird hier gleich mit irgendwelchen Truppen antanzen, die Schaden verursachen. Wir liegen jetzt vom Elixier hinten. Ich habe den Poison dort scheiße eingesetzt an der rechten Seite. Hätte ihn viel weiter nach hinten setzen müssen. Hab damit nicht ganz gerechnet, wie schnell die Truppen tot sind. Jetzt setze ich ganz schnell Musketier und Bogenschützen ein. Die kommen sehr, 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 sehr gut mit den Kobolden dort klar. Ich hoffe, er setzt nicht wieder seinen bescheuerten Feuerball. Kriegen wir hier noch den. Nee, wollen wir gar nicht. Da setzt er ihn natürlich. Was setzt er jetzt ein? Erstmal die Kobolde wieder gegen das Musketier. Immer sehr stark. Kommt er mit einem Schweinereiter? Jetzt setzen wir mal einen Riesen davor. Kann den Schweinereiter vielleicht ein bisschen blockieren. Ja, gut, ein Hit bekommt er raus. Das reicht. Das ist okay für uns. Ich setze jetzt die Bogenschützen hier hin, falls er die Valkyrie einsetzt. Keine Valkyrie. Das Ganze wird erstmal gesäppt und jetzt können meine Truppen, seine Truppen dort relativ schnell beseitigen. Minipacker sollte an den Turm durchkommen. Die Minion-Horde ist down. Wir liegen 1-0 vorn. Schnell noch die Fire Spirits eingesetzt. Den Riesen an die Ecke, damit er den zweiten Turm tanken kann. Gegner setzt ein Musketier. Das ist schon down. Jetzt setzen wir noch einen Split-Push-mäßig die Kobolde auf die linke Seite. Weitere Bogenschützen hier hingesetzt. Der Sepp ist auch bereit. Wir warten, bis der Riese down geht. Setzen genau jetzt den Sepp und dann ist das schon der 3-Crown-Win. Wenn das Musketier. Ja, wunderbar. Das Ding ist gewonnen. 3-0. Schönes Game. Da habt ihr gesehen, wenn ich den rechten Turm bekomme, starte ich direkt, wenn ich genug Elixier habe und alles gut läuft, den Push auf den nächsten Turm. Und dann verwandeln wir ein 1-0 direkt in ein 2-0. Das lief sehr gut. Gegner sitzt. Wir haben die Kobolde dagegen und hier haben wir die Fire Spirits. Ultra nicer Start für uns jetzt. Ich setze jetzt hier noch den Sepp. Meine Kobolde sind zu schwach. Eigentlich können Kobolde 3 Hits tanken. Meine konnten jetzt nur 2. Die scheinen dort ein bisschen überschwach zu sein. Der Start ging aber ganz gut los. Der Gegner spielt sehr, sehr aggressiv und wir können das perfekt auskontern. Kommen in einen starken Elixier-Vorsprung. Auf der rechten Seite kommen wir 2 Elixier ins Plus, auf der linken Seite 3 Elixier. Der Sepp war natürlich wieder fail, aber was soll man machen? Man muss natürlich auch mal ein bisschen failen. Wir setzen jetzt hier noch den Minipacker ein. Und falls der Gegner sowas wie Barbaren oder die Minion heute wieder hat, ja, oder die Skeleton Army, damit rechnet man eigentlich nicht. Aber gut, wenn er sie dabei hat. Ja, jetzt kommen noch die Barbaren. Leider. Die Fire Spirits auch. Boah, das ist schon übel. Ich hoffe, er hat keinen Sepp dort auf der linken Seite. Kobolde sind immer sehr nice gegen den Riesen. Sehr günstig. Ja, das sah gut aus. Wir liegen vorn. Wir liegen vorn. Aber der Gegner hat natürlich recht gute Einheiten gegen uns. Schnell der Sepp. Perfekt. Die Minions schaffen dort keinen einzigen Hit an den Turm. War sehr schlecht vom Gegner. Sehr schlecht. Er weiß, dass wir den Sepp haben. Und er weiß, wenn er nachgedacht hätte, hätte er gewusst, dass wir den Sepp auch gerade auf der Hand haben. Und da macht es keinen Sinn, einfach so dort die. Die Minion-Horde einzusetzen. Die Bogenschützen waren nicht so gut, leider. Das Musketier will jetzt aber gleich noch den Riesen unterstützen. Wir werden jetzt hier nochmal schön Sepp drüber klatschen. Und hat er schon wieder die Minion-Horde ready? Ich setze einfach mal die Fire Spirits ein, falls er die Minion-Horde hat. Okay, der Turm fällt. Wir setzen den nächsten Riesen ein. Okay, da ist jetzt davon, wo wir geredet hatten. Aber ja, der Riese. Lohnt sich das? Die Minions gehen down. Ja doch, der Riese ist dort in der Lage, ganz guten Schaden zu verteilen. Aber auch mein rechter Turm hat da jetzt schon ganz schön kassiert. Das könnte noch ein knappes Game werden. Auf jeden Fall. Fire Spirits eingesetzt gegen die Barbaren. Schnell mal gesäppt, damit die Fire Spirits dort nichts machen können. Auch das sieht sehr gut aus. Die Bogenschützen machen da wieder eine gute Arbeit. Wir warten, bis die. Was hat der denn da jetzt alles?
Eieiei, wird das nochmal knapp. Schnell den Minipacker eingesetzt. Gegen den Schweinereiter. Jetzt. Oh nein! Da lässt er uns ja ganz übel alt aussehen. Obwohl mal die Einheiten dazu gesetzt. Jetzt vielleicht mal gesetzt, dann kriegt der Riese vielleicht noch weiteren Hit an den Turm und dann ist das der Sieg. Ja, wir gewinnen. Knappes Ding. Geiles Game. Gut gespielt vom Gegner. Gut gespielt vom Gegner. Er hatte die. Er hatte die Barbaren, die sind stark gegen das Deck. Er hatte die Minion-Horde, auch die kann sehr, sehr stark sein. Auch die Hexe, da hatten wir einige Probleme, die aufzuhalten. Da fehlt uns sowas wie die Walküre. Aber trotzdem gewinnen wir das Ganze und wir gehen direkt ins nächste Game. Bis jetzt haben wir eine ganz gute Siegesserie hier am Start. Und das als Level 7er. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich die 2000 Trophäen wieder knacken. Ja, da schreibt auch schon ein Zuschauer, gegen ihr Hexendecks fehlt die Walküre. Ja, dadurch, dass wir nicht die Walküre dabei haben, dafür haben wir die Bogenschützen dabei und sind gegen was anderes zum Beispiel ein bisschen besser. So kann man das nicht sagen. So, jetzt wird es ein bisschen übel. Das ist ein Riese Level 7. Was machen wir denn da? Wo ist mein Riese? Hilfe, Hilfe, was für ein ultra schlechter Start. Wieso hat er den Riesen Level 7, aber den Magier nur auf so ein Bullshit-Level? Wir setzen den defensiven Poison-Spell ein, klatschen den Sepp drüber und dann könnte es schon sein, dass seine Truppen dort down gehen. Geht die Hexe auch? Verreckt die auch schon? Ja. Warum nicht? Schöne Sache. Überlebt mein Musketier? Ja, das benutzen wir natürlich auch noch. Und jetzt ist der Gegner natürlich greedy und möchte wahrscheinlich das Musketier killen. Ich setze ganz schnell die Fire Spirits ein, falls Kobolde oder was kommen. Ja, natürlich, Mini-Packer kommt da natürlich toll. Bullshit. Und die Barbaren! Mini-Packer und Barbaren hat der Gegner jetzt hier. Eieiei, wie kriegen wir das denn geklärt? So, der müsste erstmal down gehen. Kobolde zum Distracten. Gegner wird den Fireball. Das kümmert uns nicht so sehr. Musketier kann dort schön viel Schaden verursachen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Der Feuerball des Gegners hat es nicht so. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir liegen vom Schaden her leicht vorn. Aber der Gegner hat auch einen riesen Level 7. Das darf man nicht unterschätzen. Wir setzen die Bogenschützen ein, aber nur weil wir wissen, dass der Gegner keinen Fireball mehr hat. Okay, jetzt setzen wir den Riesen auf die andere Seite und generieren in der Zwischenzeit Elixier und konzentrieren uns jetzt nur darauf, den Gegner auf der linken Seite zu verteidigen. Den Riesen haben wir jetzt nur auf die rechte Seite eingesetzt, um einfach das Elixier durchzurotieren. Ich setze den Minipacker nach hinten, er kann gleich loslaufen. Wir warten auf seinen Magier, da hat er ihn eingesetzt. Schnell den Poison Spell drüber, den Sepp dazu. Und vielleicht noch die Kobolde, da können die überleben. Ja, ich glaube, der Minifigur angegriffen, ne? Ja, sehr schön, die Kobolde überleben. Dadurch geht sein Zeug natürlich noch schneller down. Jetzt erstmal die Fire Spirits dazu. Können die ein bisschen den Riesen unterstützen? Ja, die Fire Spirits treffen dort nicht optimal, die Barbaren. Aber mein Minipacker auf der linken Seite kann dort zwei Hits landen. Wunderschön. Musketier, Bogenschützen eingesetzt in der Defensive. Wenn er clever ist, wirft er jetzt einen Feuerball rüber. Ja, er ist clever, wirft den Feuerball. Wir setzen den Riesen nach vorn, den Minipacker dazu und dann noch die Fire Spirits. Oh, jetzt ist Base Race angesagt, würde ich. Ist das jetzt hier gut? Ist das jetzt hier gut? Ich weiß nicht, was wir machen wollen. Jetzt setze ich hier den Riesen ein. Die Kobolde laufen gleich nach vorne, wenn der gegnerische Riese down ist. Und dann werden wir den linken Turm angreifen. Und der linke Turm ist schon down. Ah, auch sein King Tower kriegt da sehr viel Schaden. Wunderschönes Game wieder. Und wir gewinnen die nächste Runde. Mein rechter Turm hat noch so viel Leben, da kann er nichts machen. Wird sogar noch ein 3-Crown-Win. Ja, es wird sogar noch ein 3 zu 1. Wunderbar. Wunderbar. 29 Trophäen bekommen wir. Damit sind wir bei 1960 Trophäen als Level 7er. Wir wollen ganz kurz schauen, wie viele Siege hintereinander waren das jetzt. Wo ging es los? Da wollte das. Hier ging es los, vor 22 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Games hintereinander gewonnen und das Ganze innerhalb von 20 Minuten. Das ist okay, so kann man mit dem Deck schnell aufsteigen. Ja, falls ihr auch Level 7 sein solltet, kann natürlich auch sein, dass ihr ein Kartenlevel schlechter seid. Dann müsst ihr halt nicht so hochkommen in den Trophäen, aber dass ihr dieses Prinzip von diesem Deck versteht. Das würde ja schon reichen. So, Musketier eingesetzt. Wir haben jetzt hier leider. Oh, wieso spielen wir gegen den Funky? Verdammt. Dann müssen wir die Fire Spirits einsetzen. Nein, ich dachte, der Funky schießt schnell einen Sepp. Ah, oh mein Gott. Das war echt die letzte Sekunde, wo wir diesen noch rausbekommen konnten. Was hat er jetzt noch? Er hat schon mal die Barbaren, die sind stark. Und die Walküre? Was? Okay, das Game
Das Game wird hässlich. Das verspreche ich euch. Das Game wird richtig hässlich. Die zwei stärksten Karten überhaupt gegen das Deck sind auf der einen Seite die Barbaren, auf der anderen Seite die Walküre. Und der Gegner hat beides. Entweder muss der Gegner jetzt hier einen Fehler raushauen oder mir muss ein Wunder passieren. Ansonsten sieht das nicht so gut aus. Na, der Poison Spell lohnt sich. Wir setzen schon mal die Kobolde ein, falls er den. Ach, er hat ja die Walküre! Die müssen wir direkt sebben. Ah, der Magier war nicht gut. Auch die Fire Spirits waren nicht gut. Er spielt schlecht. Er spielt schlecht. Er hat doch die Walküre. Wir wissen, dass er die Walküre gerade auf der Hand hat. Aber er hat da irgendwie Probleme, diese einzusetzen. Und jetzt hat der Gegner Schiss, seinen rechten Turm zu verlieren. Deswegen pushen wir jetzt mit dem Riesen über die linke Seite. Weil er wird, denke ich, den Funky auf die rechte Seite packen, oder? Wo ist sein Funky? Wo ist sein Funky? Das gibt natürlich gut Schaden. Das Ganze setzen wir nochmal unter einen Sepp. Setzen jetzt die Kobolde ein, weil die extra günstig sind, damit wir jetzt wieder den Riesen davor bekommen und die Walküre ist extrem schwach gegen den Riesen. Setzen jetzt, oh, das ist ein schöner Push auf der linken Seite, die Fire Spirits dazu, falls er wieder seine Skeleton Army hat. Die Pfeile treffen die Fire Spirits nicht und er hat die Skeleton Army und er setzt die in die Fire Spirits rein. Selten schlecht. Der Riese ist dort am Turm, kann dort nochmal richtig schön reinlangen und der Turm hat nur noch 11 HP und auch der rechte Turm hat nicht mehr so viel. Defensiver Riese und die Kobolde auf die andere Seite. Schöner Quick Drop an der Stelle. Kann der Gegner nichts machen. Zuerst geht der Funky down von den Kobolden. Dann der Magier. Wir setzen mal das Musketier auf die rechte Seite. Zack, zack. 2 zu 0. 2 zu 0. Gewinnen wir das Ganze. Der Gegner hatte die Walküre und die Barbaren. Er hatte so viel Potenzial, uns hier richtig über den Haufen zu ziehen. Aber wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Nächstes Game. Okay, wir starten mit dem Riesen. Das ist natürlich nicht schlecht. Den lassen wir direkt. Oh Gott, was ist denn das? Das ist ein Minenwerfer. Jetzt habe ich meinen Riesen nicht mehr. Ich setze mal nur die Bogenschützen ein und der halt den Sepp bereit. Erstmal Musketier eingesetzt und jetzt die Fire Spirits, weil der hat bestimmt Barbaren oder so. Oh, Kobold ist auch okay. Poison Spell eingesetzt. Der Miner war natürlich nicht schlecht, aber der Poison Spell ist trotzdem okay. Der Poison Spell ist trotzdem okay. Wir liegen leicht vorne. Und gleich, wenn er seinen Minenwerfer einsetzt, dann kann ich euch mal zeigen, wie man gegen den Minenwerfer spielt. Der Riese ist die beste Karte überhaupt gegen den Minenwerfer. Wir haben ihn auf der Hand und wir hoffen jetzt, dass der Gegner seinen Minenwerfer einsetzt. Ich muss jetzt den Riesen die ganze Zeit auf der Hand behalten, bis er seinen Minenwerfer einsetzt. Da lohnt sich der Sepp, das sind 5 Fire Spirits. Jetzt müssen wir hier den Riesen einsetzen, auch wenn wir jetzt den anderen Bots da nicht mehr getroffen haben. Setzt die Kobolde ein. Perfekt, weil ich wusste, dass der Miner kommt. Ich hätte sonst eigentlich die Fire Spirits eingesetzt. Richtig nice. Und ja, dadurch fällt schon der erste Turm. Wunderschöne Kobolde, die dort das Musketier beschützen. Auch schwache Skeletons des Gegners. Okay, war jetzt hier kein guter Minenwerfer-Spieler. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie man mit einem Riesen einen Minenwerfer-Spieler in 1000 Stücke zerfetzt. Aber das kriegen wir jetzt hier nicht hin. Der Gegner spielt überraschend schlecht. Na, vielleicht setzt er jetzt doch noch seinen Minenwerfer ein. Na komm, zeig doch mal deinen Minenwerfer. Der Poison Spell ist okay. Fire Spirits eingesetzt. Zack. Wieso spielt er seinen Minenwerfer nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Na gut, dann halt nicht.
Hier setzen wir jetzt die Bogenschützen ein. Hier gibt es einen Sepp. Kann das Musketier überleben? Ja, sauber, richtig nice. Kobolde noch dazu. Der Riese ist zwar schon down, aber da haben wir einen krassen Push am Start. Eine Rakete, haut auf zwei Musketiere. Lohnt sich natürlich. Kobolde, Fire Spirit am Turm. Was? Wieso hat das eine Musketier überlebt? Habe ich jetzt gar nicht geahnt. Okay, da liegen wir jetzt schön 2 zu 0 vorne. Das Ganze gibt nochmal einen Sepp. Gegner setzt den nächsten Ofen. Aber können wir gewinnen? Ja, 3 Crown Win. Ganz komischer Gegner. Ganz, ganz, ganz komischer Gegner. Minenwerfer, Tesla, Rakete, Ofen, ich weiß nicht, was, wo die Karten dort harmonieren. Okay, wir haben die 2000 Trophäen geknackt mit einer ganz entspannten Siegesjagd. Aber die Gegner waren noch nicht so gut. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Trotzdem schauen wir mal, wie viele Games wir hier gewonnen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Games am Stück gewonnen. Nächstes Game. Ich werde den ganzen Stream, den ich hier jetzt gerade führe, auf die Fire Spirits lassen wir durchlaufen. Die machen nicht so viel Schaden. Ich werde das Ganze auf YouTube hochladen. Da könnt ihr euch dann nochmal das Ganze im Nachhinein reinziehen. Man kann sich da auch schon gut was abgucken. Ich schaue ganz oft auch bei anderen YouTubern ab, die Decks beherrschen, die ich nicht beherrsche. Zum Beispiel ein Kobold-Fass-Miner-Deck. Keine Ahnung, wie so ein Deck funktioniert. Und deswegen schaue ich da auch andere YouTuber. Und ihr könnt euch dann hier bei diesem Deck das ein oder andere abgucken. Ja, die Valkyrie von Gegner war nicht schlecht. Jetzt ist hier mein Musketier. Mein Musketier ist jetzt in der Lage, seine Valkyrie dort wegzukillen. Aber der Riese ist dort richtig nice am Turm. Ah, leider greift das Musketier. Das ist keine schlechte Kombo jetzt hier vom Gegner. Boah, hat auch noch den dabei. Ich muss jetzt den defensiven Riesen einsetzen. Bogenschützen dazu auf die linke Seite. Das Giant Skeleton fällt. Kostet natürlich viel Elixier, das jetzt zu verteidigen. Aber der Gegner. Schöner Sepp. Aber der Gegner hat auch viel Elixier dafür gebraucht, um diese Kombination erst zusammenzubasteln. Ja, okay. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir liegen etwas vorn, zumindest vom Schaden. Naja, da kann man jetzt, es ist jetzt nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. Der Gegner setzt seinen Elixierpumpe. Da setzen wir den Poison Spell drauf. Musketier nach hinten. Er hat die Valkyrie. Das ist gut für uns. Sehr gut für uns. Selbst wenn er jetzt sein Giant Skeleton einsetzt, ist es immer noch gut für uns. Oh, schöne Kobolde. Ja, aber ein guter Sepp vom Gegner. Sein Magier geht nicht down. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt wollen wir hier den Minipacker hinsetzen. Das Musketier setzen wir hier hin. Oh, da kommt er nochmal mit dem Firesplits. Und da geht mein Minipacker überraschend schnell down. Hier nochmal schnell die Bogenschützen hin. Und der Gegner macht das nicht schlecht. Ich hoffe jetzt nur, das Giant Skeleton läuft nicht mehr bei mir an den Turm ran. Sehr schön. Wir konnten es mit unseren Truppen wieder etwas zurücklocken. Boah, das ist jetzt immer ein schwieriges Game. Der Gegner ist ein guter Giant Skeleton-Spieler. Ich verstehe auch noch nicht so ganz sein Deck, wo das Giant Skeleton mit den Magier und den Mini-Packer kombiniert oder mit dem Bomber. Aber irgendwie haben wir noch keine Antwort drauf gefunden, muss ich ja ganz ehrlich sein. Wir setzen die Bogenschützen hier hin, damit die nicht direkt in die Valkyrie laufen. Wir setzen jetzt ja, wir kriegen den Turm auf der rechten Seite. Auf der linken Seite setzen wir noch den defensiven Riesen ein. Da kommt er nicht durch. Unser Push auf der rechten Seite war besser als sein Push auf der linken Seite. Und wir gewinnen das Ding 1 zu 0. Am Ende war der Gegner wieder, und das ist oft in der Verlängerung so, sind die Gegner entweder nervös und machen Fehler oder sind zu gierig. Und da können wir jetzt das Spiel, den Sieg an uns reißen. Nächstes Game.